Bei mir stehen die beiden Boiler-Olympia-Teilnehmer Marc Ziepler und Ingo Kindervater. An euch jetzt noch ein paar Fragen vorab, bevor es am Dienstag dann losgeht zu den Olympischen Spielen nach London. Erste Frage an dich, Marc. Letzte Nacht hattet ihr die Möglichkeit, im Cameo Grand Hotel zu schlafen, um noch mal ein bisschen zu entspannen, zu relaxen. Wie hat es euch gefallen? Ja, war natürlich super. Also herzliches Dankeschön auf jeden Fall dafür. Wir haben geschlafen. Ich habe geschlafen wie ein Stein nach der Woche Training. Die war wirklich sauhart. War es einfach schön und dann heute Morgen das Frühstück da genossen. Leider bei dem Wetter nicht auf der Terrasse, aber es war trotzdem grandios und gut erholt bin ich jetzt, ja. Ingo, erste Frage auch für dich jetzt. Hast du vor den Spielen oder im Allgemeinen irgendeinen Aberglauben oder gewisse Rituale, Maskottchen, die dich nach London begleiten, um dir ein Glück zu bringen, vielleicht auch so eine Medaille? Nee, ich bin nicht abergläubisch. Also ich glaube nicht, dass ich mich verletze, wenn ich erst mit dem linken Fuß das Feld betrete oder sowas. Aber man gewöhnt sich halt so im Laufe der Zeit wahrscheinlich irgendwelche Abläufe an, die man so beim Warmmachen dann vorm Spiel immer wieder einfach benutzt, um in die richtige Wettkampfverfassung zu kommen. Aber das ist, wie gesagt, einfach Routine und nicht irgendwie eine Form von Aberglaube, dass ich glaube, dass mir das Glück bringt. Marc, du bist schon zum zweiten Mal nach Peking 2008 dabei. Gibt es irgendwas, wo du ja schon gesagt hast, beim letzten Mal habe ich das nicht gesehen oder ich habe es gesehen und möchte es nochmal sehen? Dass irgendwelche speziellen Erlebnisse noch dich bei den Olympischen Spielen erwarten, was du machen möchtest? Hast du da Tipps? Ich denke, man kann nie Olympische Spiele miteinander vergleichen. Ich würde gerne noch ein paar Sportarten sehen, die ich beim letzten Mal nicht, wo ich es nicht geschafft habe, dafür Karten zu bekommen. Das ist natürlich ein Ziel, aber generell London und Peking sind, kann man einfach nicht vergleichen. Peking war gigantisch und ich glaube und hoffe auch, dass in London einfach ein anderer europäischer Flair natürlich ist und in der ganzen Stadt die Leute auch draußen gucken. Sowas wie Public Viewing gibt es in Asien nicht und ich freue mich da eigentlich so ein bisschen, mich auch mehr in der Stadt zu bewegen und in europäischer Kultur. Und ich denke, das wird bestimmt sehr lustig, aber nicht vergleichbar mit Peking. Eine abschließende Frage an euch beide. Vorausgesetzt, ihr schafft es irgendwie auf die Titelseite von der Bild-Zeitung während der Olympischen Spiele. Was glaubt ihr, würdet ihr da über euch lesen? Ich hoffe, irgendwas im Satz, wo Gold drin steht. Ja, also gerade bei der Bild-Zeitung hoffe ich halt, dass ich es, wenn, dann da mit sportlichen Erfolgen reinschaffe und nicht für irgendeine Schlagzeile außerhalb gesorgt habe, die von der Bild-Zeitung dafür benutzt werden könnte, auf der Titelseite zu erscheinen. Gut, Dankeschön für das Interview und viel Erfolg und viel Spaß vor allem auch während der Olympischen Spiele. Dankeschön.